Hallo, hier ist wieder Steffi von Nadelgeklapper und mehr. Ich bin heute für euch da und ich freue mich, dass ihr bei mir seid, weil ich nicht in Hamburg bin. Ich wäre so gerne dort gewesen, aber es ist einfach zu weit und jetzt waren wir gerade weg und man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Auf dieser bin ich definitiv nicht dabei, aber ich wünsche allen, die dort sind und die das Video deshalb erst nächste Woche oder irgendwann sehen, ganz viel Spaß und traumhafte Wolle. Ich will das sehen. Zeigt mir das, was ihr ergattert habt und was ihr gefunden habt und was es Tolles gab. Das interessiert mich auf jeden Fall. Das möchte ich gerne wissen. Ja, ich bin hier, um euch ein paar Sachen zu zeigen. Ich hoffe, dass das heute mit dem Ton besser ist, dass wirklich jeder das gut verstehen kann und sich das auch zur Not lauter ziehen kann. Ja, ich war an manchen Stellen auch ein bisschen leise und immer Hände vorm Mund, das fällt jetzt flach. Heute, wenn ich dran denke, werde ich das auf jeden Fall lassen. Sorry. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir geschrieben haben, die sich an dem Video, an dem letzten erfreut haben, an allen, die mich in ihren Videos erwähnt haben. Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Und so machen wir einfach weiter. Wäre klasse. Ja, was möchte ich euch zeigen? Ich weiß überhaupt nicht, was ich euch zeigen könnte. Was könnte ich euch zeigen? Mein Waiting for Rain ist fertig. Ich bin so froh. Schaut mal hier. Ich zeige euch jetzt nur einen Ausschnitt und werde euch dann Tragebilder ins Video reinschneiden. Die habe ich heute schon auf Facebook gepostet, weil ich es so schön fand und weil ich verliebt bin in dieses Ding und weil es sich so toll tragen lässt und ich nicht abwarten konnte, bis dieses Video hochgeladen ist und alles drum und dran. Deshalb, ich muss es euch schon zeigen oder zumindest der Facebook-Welt. Revelry, bei meinen Projekten ist es auch finished drin und ich glaube, ich habe es auch mit der Gruppe geteilt, Flimmerkiste. Also da kann man es auch die Bilder sich nochmal anschauen. Ich habe Spaß gehabt, den Waiting for Rain zu machen. Ich habe Hilfe dafür gebraucht, ja, und ich war dankbar dafür, die zu bekommen. Als ich heute Morgen den Waiting for Rain bei mir im, ich ziehe den mal aus, es ist nämlich warm, den Waiting for Rain bei mir im Flur hingelegt habe, um ihn zu fotografieren, habe ich gedacht, ob die Form mal richtig ist, ob das so stimmt. Keine Ahnung, aber beim Tragen sieht er schön aus. Er ist hinten gerade, also im Abschluss, man kann die Lace-Teile schön sehen. Er schmiegt sich gut an der Schulter an. Also ich bin verliebt. So arg, so arg. Er liegt mir total am Herzen. Die erste englische Anleitung. Ich bin stolz wie Bolle. Ihr müsst es jetzt leider ertragen, mein Stolz. Jeder, der ihn auch machen möchte, ich finde, er ist es wert, gestrickt zu werden. Und er sieht immer wieder toll aus. Von jedem, wo ich bisher den fertigen gesehen habe und egal was für eine Wolle genommen wurde, er sah toll aus und er hat mir gut gefallen. Und deshalb, zeigt mir eure Waiting for Rains. Ich liebe ihn und es wird sicherlich nochmal einen geben. Nochmal, ich habe ja gesehen, da gibt es sowieso eine große Schwester, eine kleine Schwester, irgendwie nochmal sowas in der Art. Vielleicht wird es dann das. Mal sehen. Da bin ich so drüber gestolpert. Ja, das war das. Was euch Sandra vom tierischen Gestricke schon erzählt hat, sie kam zu uns zum Stricktreffen. Ich blende euch mal das Bild von uns ein. Ich habe mich total gefreut, weil es war echt heiß. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie diese Fahrt auf sich nimmt und zu uns kommt. Aber sie hat es gemacht. Und
das, was sie mir gesagt hat, das, was sie euch gesagt hat, hat sie wirklich Spaß gehabt. Und das war auch mein Eindruck. Und ich hatte auch viel Spaß. Es war so lustig. Das Blöde war ja schon, oder sag mal, es hat ja funktioniert. Ich habe ja alle gelockt mit, wir sind in einem Café, es ist ein Bistro, da gibt es bestimmt Eiskaffee. Ja. Dachten wir, es gab aber gar keinen. Wir konnten uns nur mit Getränken abkühlen. Ja, das hat für die Nadel manchmal nicht gereicht. Jeder von uns hat mal da gesessen und hat mal versucht, so ein paar Reihen zu stricken oder zu häkeln, bis die Nadeln gequetscht haben. Wir sind immer wieder rein auf die Toilette, haben uns mit kaltem Wasser die Hände gewaschen, damit das funktioniert. Auch mal ein bisschen im Gesicht und auf dem Dekolleté. Ja, quasi geduscht. aber es hat uns deshalb nichts ausgemacht, weil es Spaß gemacht hat, zusammen zu sein. Also, dass wir dort zusammen gesessen haben, war richtig, richtig schön. Ja, es tut mir nochmal sehr leid, Sandra, kein Eiskaffee. Und was ja fast noch viel schlimmer war, ich hatte in meinem letzten Video doch groß getönt. Mein Rosenbridge, den bringe ich auf jedem Stricktreffen mit, weil der ist so easy peasy zu stricken. Das ist das, was gut läuft, wenn ich mich treffe und noch nebenbei quatschen will. Und genau den hatte ich nicht mit. Und genau den hätte sie gern gesehen. Und die anderen auch. Ich habe ihn deshalb daheim gelassen, weil er mittlerweile so lang ist. Ich hole ihn mal, dass er beim Stricken auf meinem Schoß liegt. Und das wollte ich mir an diesem Samstag bei der Hitze nicht antun. Deshalb durfte der zu Hause bleiben. Und deshalb ist auch gar nicht so viel da passiert seit dem letzten Mal, als ich ihn euch gezeigt habe. Ja. Ich traue mich fast gar nicht, euch zu zeigen. Das. Nee. Alter, bin ich nicht dazu gekommen. Und wenn es Abend war und kühler war, habe ich mich an den Waiting for Rain gemacht, damit der fertig wird. Den wollte ich von den Nadeln haben und sehen. Hier sehe ich ja schon, wie er aussieht. Und da war das immer irgendwie so ein Knäuel auf den Nadeln. Ja, aber hier bin ich noch dran. Er wird immer länger. Und er wird noch länger. Ja. Rosenbridge, vielleicht noch ein längeres Projekt. Ihr werdet den noch ein paar Mal sehen. Und am nächsten Samstag, den 10.09., haben wir wieder Stricktreffen. Also wieder für alle aus der Nähe von Wiesbaden oder die, die sich schon ein bisschen auf den Weg machen wollen. Wir haben wieder ein Stricktreffen. Ich werde es verlinken. Und diesmal werde ich ihn dabei haben, auf jeden Fall, auch wenn ich nicht dran stricke. Ich bringe ihn mit, versprochen. Ich habe mir hier vorne so einen kleinen Tisch hingestellt, der zwischen dem Handy und mir steht, damit ich leichter an die Sachen kann, weil immer nach da oder nach da war so blöd, so muss ich nur nach da. Was möchte ich euch noch zeigen? Letztes Mal habe ich gejammert, sehr gejammert, die Eulensocken. Ich hatte Bedenken, dass ich das hinkriege. Ich hatte Bedenken, dass ich es in der Zeit hinbekomme, wie dieser Tier-Along läuft. Aber die Zeit wurde ja aufgehoben, er ist unendlich. Das heißt, ich kann mich da in aller Ruhe dran machen. Ich muss mich nicht so quälen, zu denken, der muss bald fertig werden, ich muss was zeigen, nein. Ich habe jetzt von der ersten Socke den Schaft fertig. Ich bin jetzt kurz vor der Ferse. Ich zeige es euch mal. So weit bin ich jetzt. Noch ein bisschen näher. Dann könnt ihr nämlich erkennen, diese erste Eule hier oben, da habe ich die Verzopfung nicht richtig rumgemacht. Deshalb sind die Ohren da auch nicht richtig rausgekommen. Ab der zweiten ist es gelungen. Und da gefällt es mir auch total gut. Ich habe jetzt hier im Schaft bei den Eulen überall Perlen dran gemacht. Ich denke, dass ich das beim Fuß lassen werde. Das wird mir zu ungemütlich beim Tragen. Ja, ich habe mich dafür entschieden,
da dann keine Perlen zu machen. Aber ich finde es richtig gut gelungen. Zumindest ab der zweiten Eule. Aber das ist das Individuelle. Es gibt nicht nur Eulen, die die Ohren nach außen haben. Es gibt halt auch mal Eulen, die Ohren nach drin haben oder nach innen. Und so sind meine geworden. Es hat mir doch Spaß gemacht. Dann, man muss ja mal durchbeißen, bis der Spaß kommt. Das, was für mich immer noch nicht so ganz okay ist, dieses Verzopfen mache ich ja momentan mit dem Zahnstocher. Weil, wenn ich das in der Hand habe, so eine lange Zopfnadel einfach für mich unhandlich ist. Das kriege ich nicht so gut hin. Manchmal sind die auch so glatt, weil es ist ja wirklich nur hier in der Mitte zwei Reihen, wo nur eine Masche mit der anderen verzupft wird. Und wenn man da eine richtige Zopfnadel reinmacht, dann rutscht die auch schnell mal raus. Ich habe jetzt von euch schon eine Menge Anregungen bekommen, was ich machen kann. Eine Stopfnadel könnte ich nehmen. Ich könnte von einem alten Nadelspiel eine Nadel nehmen, die vielleicht abgebrochen ist oder so, damit die auch kleiner ist. Habe ich gerade nicht. Eine Haarnadel war auch im Angebot, fand ich auch nicht schlecht. Also eigentlich bräuchte ich ja was. Ich bin ja nicht anspruchsvoll, aber ich bräuchte eigentlich eine Zopfnadel, die so lang ist wie ein Zahnstocher, aber wo die Masche ein bisschen besser drüber gleitet, aber nicht zu doll. Ja. Ich mache mal weiter mit dem Zahnstocher und schauen wir mal. Vielleicht fällt mir irgendwas anderes nochmal in die Hände und dann werde ich das nehmen. Ja, die Oily Socks, diesmal gar kein Gejammer, es hat mir Spaß gemacht, ich werde daran auch weitermachen, ich werde mich an die Ferse machen. Das ist kein Projekt, das ich neben Fernsehen, Hörbuch, Audio Podcast, also da würde ich einfach nicht richtig zuhören können, hier muss ich mich wirklich total konzentrieren. Audio-Podcast deshalb, weil heute Morgen habe ich das allererste Mal überhaupt einen Audio-Podcast gehört von der Kerschne. Das fand ich toll. Das ist wirklich wie Hörbuch hören. Und ich war immer der Überzeugung, wenn ich über Gestricke, Gehäkel oder was auch immer nur höre und nicht sehe, was derjenige da gemacht hat, wird mich das stören. Hat es mich aber nicht. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass die Kaschner ja ab und zu auch was in YouTube hochlädt und dann sieht man ja doch was. Ich weiß es nicht. Also mir hat es gefallen und ich werde das sicherlich wieder tun. Ich muss nur aufmerksamer sein, was so in den Gruppen gepostet wird bei den anderen, damit ich das nicht verpasse. Oder gibt es irgendwas, das ich immer wieder angezeigt bekomme? Außer, also wenn ich mich auch nicht in den letzten paar Tagen beteiligt habe, was da neu ist. Nee, da muss ich immer in die Gruppe reingehen und selbst gucken. Ja, dann muss ich es halt machen. Mache ich dann. Freue mich drauf. Ja, ich bleibe weiter beim Video, damit ihr mich seht. Wenn ich sowas machen kann, das freut mich. Das finde ich nämlich total klasse, dass ich auch mal Fratzen machen kann. Liebe Fratzengesichter. Schön kann jeder. Gut, was möchte ich euch noch zeigen? Ach ja, ich hatte ja den Rosenfritsch beim Stricktreffen nicht dabei. Aber ich hatte was dabei, weil ich wollte ja trotzdem irgendwas machen, auch wenn es mir schwer gefallen ist. An dem Tag Wolle überhaupt in den Händen zu halten, so schwitzig wie man war. Aber ich hatte was mit. Ich habe es letztes Mal erzählt, dass ich aus diesem Bücherchen meilenweit die Yoga-Socke stricken möchte.
Was habe ich gemacht? Tada! Namaste. Eine habe ich fertig. Ich ziehe sie mal aus. Keine Angst. Geruch überträgt sich nicht. Hier, sieht lustig aus. Mit diesem Ausschnitt, weil gerade die Ferse lassen wir hier ja aus. Hier seht ihr noch meine schönen Maschenmarkierer, die ich drin habe. Das war mit wegen der Zu- und Abnahmen. Das brauche ich nochmal für den zweiten Teil. Vernäht habe ich auch noch nicht. Ich fand das super schön. Vielleicht lasse ich das sogar. Ja, mal sehen. Okay, also das ist die erste. Die gefällt mir total gut, auch am Fuß. Sie hält so warm. Brauche ich zwar im Moment noch nicht, aber an manchen Abenden kann man das auch schon gut gebrauchen. Also die ist toll geworden, nachdem ich die Anleitung für mich passend gemacht habe. Ja. Ich bin mir immer noch nicht 100% sicher, ob nur ich die Anleitung falsch verstanden habe oder ob sie tatsächlich falsch war. Für mich hat es mit den Abnahmen nicht gepasst, so wie es beschrieben war, so wie ich die Anleitung verstanden habe. Allerdings steht in der Anleitung auch, dass man mit zwei Fäden anschlägt. Es steht nirgendwo, dass man wieder aufhört mit den zwei Fäden. Also habe ich dieses Garn, das ist ja von Lana Crossa, Merino Meilenweit. Die hatte ich euch das letzte Mal auch schon gezeigt. Jetzt ist nicht mehr viel davon übrig. Die habe ich mir zweifädig gewickelt und habe dann angefangen zu stricken. Und ich habe jetzt mal den Rest gewogen. Also mit 100 Gramm kommt man da nicht hin. Das hier ist der Rest, aber damit schaffe ich nicht so ein ganzes Teil. Kriege ich nicht hin. Nee, weil es ist wie gesagt doppelt gewickelt. Also das ist schnell weg. Ich habe mir jetzt diese Farbe nochmal bestellt und sobald die da ist, werde ich die zweite Yoga-Socke anschlagen und mir die machen. Danach werde ich zwar Reste haben, aber wer hat das nicht? Und nicht, dass wir ja nicht wüssten, was wir mit Resten anfangen könnten. ich habe da so einen Zickzack-Schal im Auge, der mir sehr gut gefallen hat bei der Elli. Ja, das wäre ja schon mal ein Anfang. Und in irgendwelchen Kisten habe ich so viele Reste. Ja, das könnte ich mal machen. Also das hier ist die Yoga-Socke, die erste. Und die hat auch Spaß gemacht zu stricken, nur nicht bei 36 Grad. Vielleicht habe ich da 5 Reihen gestrickt. Umso mehr gebabbelt. Manchmal Mist, aber lustig. Wie jetzt eigentlich auch. Ja, also das ist nochmal aus dem Heftchen Meilenweit. Die Yoga-Socke. Ja. Mein Top in A-Form. Ja, das habe ich euch das letzte und vorletzte Mal gezeigt. Und meine Überlegung war ja, dort Ärmel einzustricken. Die Idee fand ich total gut. Und ich habe auch Hilfen von euch bekommen, wie ich das machen kann. Dann habe ich auch überlegt, rechne ich mir das aus, weil es ja dann doch schöner ist, wenn das der Armkugel angepasst ist. Dann war ein Tipp, dass ich vielleicht mit verkürzten Reihen arbeite, oberhalb der Schulter, weil man da ja mehr Stoff braucht als unterhalb. In derselben Nachricht, die von der Elli kam, vielen Dank übrigens, hat sie mir auch gesagt, dass gerade diese Wolle, diese wertvolle Madeleine Tosh-Wolle, wo ich wieder so ignorant war, weil ich gar nicht wusste, was das für besondere Wolle ist. Ja, da hat sie mir gesagt, dass das, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder, dass es Single Garn ist. Und dieses Single Garn neigt dazu, wie waren ihre Worte? Nicht rippeln. Pillen. Zu pillen, also diese Knötchen zu bilden. Und wenn ich jetzt Ärmel dran mache, bei einem Top geht das vielleicht noch, aber wenn ich jetzt Ärmel daran mache und es reibt ja schon am Körper, dann könnte es sein, dass das genau unter dem Arm eben pillt. Okay.
Projekt Top in A-Form findet momentan nur in meinem Hirn statt. Ich kann mich im Moment noch nicht entscheiden. Mache ich den Ärmel? Mache ich vielleicht nur einen kurzen Ärmel? Mache ich den vielleicht nur so hier rüber, dass hier unten gar nicht so viel ist? Ich habe ein Wollhaar von der Yogasocke im Mund gehabt. Bläh. Unfassbar. Oder wird es ein Transformers? Ich lasse das jetzt mal so im Raum stehen. Ihr werdet es erfahren. Top in A-Form. Irgendwas passiert damit. Aber ich weiß noch nicht was. Ja. Dann habe ich noch eine halbe Sache fertig. Und zwar tada, die Motorradsocke. Die ist mir zu groß. Die ist ja auch nicht für mich. Aber ich dachte, ich zeige sie euch mal am Fuß. Ich habe die Motorradsocke, eine der Motorradsocken, fertig. Und zwar habe ich das in Ringelform gemacht. Eine ganz einfache, ein kleines Bündchen und eine ganz normale Spitze. Eine Bändchenspitze. Ja. Und diese Ferse, die ich hier dran gemacht habe, die habe ich nachträglich eingestrickt. Also ich habe erst, vielleicht sieht man das so, erst sah das so aus, komplett runtergestrickt und hatte mir auf dieser Höhe der Ferse einen Hilfsfaden in dem Blau eingezogen. Und danach habe ich genau an den Stellen oben und unten die Maschen wieder aufgenommen und habe dann, wie bei der Spitze auch, nochmal eine Spitze gestrickt, was jetzt die Ferse bildet. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob genau diese Abnahmen vielleicht im Schuh stören. Das muss der Träger mir dann sagen, ob das geht oder nicht, ob es da reibt. Allerdings an der Ferse selbst, bei Männern sowieso vielleicht, gibt es mehr Hornhaut. Stört es vielleicht nicht so? Weiß ich noch nicht. Bei dem nachträglich Einstricken, das fand ich toll. Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. Und ich sag mal, da ich sonst die Jojo-Ferse benutze, Bumerang, ist das auch Jojo? Bumerang-Ferse? Wieso sage ich denn jetzt Jojo-Ferse? Also die Bumerang-Ferse, ich glaube aber, das ist dasselbe. Da würde man jetzt hier genau an dieser Stelle entlang noch zwei Reihen in Blau sehen. Das wollte ich nicht. Deshalb habe ich mich für diese eingestrickte Ferse entschieden und fand das auch gut. Allerdings, woran ich noch so ein bisschen arbeiten könnte, sind hier genau in der Spitze. Das sieht noch nicht so schön aus. Also noch nicht so 100%. 80. Gebe ich mir. Könnte besser sein. Wenn ihr da einen Tipp habt, wie das vielleicht schöner aussehen könnte, her damit. Tipps brauche ich immer. Und um etwas zu verschönern, sowieso. Ja, jetzt muss ich ja dazu sagen, dass in der Innenseite, ich meine, das sieht kein Mensch, ganz klar. Wichtig ist, dass da niemand hängen bleibt und alles drum dran, aber es sieht ja schon manchmal schlimm aus. Also hier sieht man jetzt die Fäden, die ich da mitgezogen habe, aber es ist elastisch in jede Richtung, also da habe ich drauf geachtet. Auch hier vom Vernähen. Aber ich bin ja eigentlich blöd, wieso zeige ich euch das? Klar sieht das innen blöder aus als außen, deshalb ist es ja innen. Ja. Also das ist die eine Motorradsocke und ich hatte euch das letzte Mal das Motorrad mit eingeblendet. Das Orange war die Farbe des Helmes, was auch hier unten nochmal so ähnlich wie ein Helm. Das Pink und Weiß war am Korpus komplett und das Blau lag unter einer Schrift. Von daher absolut.
absolut gelungen. Und ich finde, auch wenn man das Foto nicht sieht, erkennt man auf jeden Fall, hey, das muss doch die Motorradsocke sein von dem Motorrad. Das ist doch ganz deutlich. Wer weiß, ich schau mal, ob ich vielleicht, wenn die fertig sind, ein Bild machen kann von dem Träger. Also vielleicht nicht komplett, aber vielleicht, wie er sie trägt. Das finde ich cool. Das würde ich euch dann zeigen. Das teile ich mit euch. Ja, da muss ich auch die zweite noch machen, genau wie bei der Yogasocke auch. Da bin ich aber, glaube ich, nicht die Einzige, die im Moment da nur mit Single Socks. Ja, mehr kann ich euch im Moment nicht zeigen. Mehr habe ich nicht geschafft. Und deshalb schaffe ich auch nicht, wöchentlich ein Video hochzuladen. Außer Gebabbel würde euch auch reichen. Das kann ich immer. Aber ich glaube, wir möchten ja sehen, was so los ist. Ja. Ich habe mich anstecken lassen von Sandra und habe mir Rappelboppel bestellt. Schaut mal. Oh. Hier. Schön, ne? Das ist türkis und geht nach außen zu einem Weiß. Und ich habe da so einen kleinen Glitzerfaden dabei. Den habe ich mir dafür ausgedruckt. Schaut mal, hier hängt ein kleiner Schnulli dran. Total schön. Und das ist tatsächlich so, wenn man das so ein bisschen... Das ist wie Watte. Hochbausch. Vielleicht hat das was mit Watte zu tun. Also genauso hört sich das an, wenn man das so ein bisschen zusammenfasst. Ich habe daraus noch nichts gemacht und ich weiß auch noch nicht was. Es wird auf jeden Fall ein Tuch. Es sind 800 Meter Lauflänge. Ich hatte 750 bestellt. Und ich habe auch das bezahlt, was... Vielleicht machen die das so? 50 Meter mehr? Weiß nicht, freue mich drüber. Ja, also das ist das eine, die eine Farbe. So ein bisschen was Kaltes, Eisiges, Winterliches. Ja, mag ich total gerne die Farben. Und es wird mit Sicherheit ein Tuch. Tuch, Schal, Loop, sowas in der Art. Sowas. Ja, aber mit einem, wie sagt man so schön, auf einem Bein kann man nicht stehen. Prost. Ich brauchte noch einen. Ja. Ja. Pink. Lauflänge. Hier. Das musste ich mir auch besorgen. Ich fand den so schön. Und jetzt, wo die da sind und ich sehe die wirklich, das ist einfach so schön anzuschauen, wie das so gewickelt ist. Also, vielleicht mache ich mich jetzt wieder zum Vollhorst, wenn ich das erzähle, woran mich das erinnert. Wenn man in so einem Bergwerk ist, und man schaut da diese Kristalle an, dann gibt es doch, wie nennt sich denn das, diese runden, sieht aus wie unscheinbare Steine und wenn man die aufmacht oder aufschlägt, dann sind da innen drin die Kristalle. Und so kommt mir das vor. Ich glaube, das hat auch einen Namen, diese runden Dinger, diese Eier. Es war doch jemand von euch aus der Nähe von Trier oder aus Trier. Ramona, warst du das? Weißt du, wie die Dinger heißen? Also so erinnert mich das, so von außen so unscheinbar und da ist nichts dran und wenn man dann aufmacht, wunderschön. Allein das anzugucken ist wunderschön. Ich glaube,
Jeder von euch versteht, wenn man ein Regal sieht, allein schon, wo überall Wolle drin ist, ist das so faszinierend. Aber ich könnte mir ein Regal machen, wo nur einer von diesen Bobbles nacheinander aufeinander liegt. Das ist so wunderschön. Ihr merkt, ich bin so begeisterungsfähig, so leicht. Aber es ist doch auch schön. Auf zwei Beinen kann man zwar stehen, aber drei sind noch besser. Schaut mal. Auch noch mal ein. In Rot. Schön, gell? Der heißt Tulpenstrauß. Und ich weiß auch genau wieso. Weil es einfach von den Farben genau passt. Ganz genau. Hier. Mit dem Grün, dem Gelb und dem Rot. Also bei allen dreien habe ich noch keine Idee, was ich damit mache. Und ich freue mich gerade, wenn die so in meinem Regal sind. Aber ich will was draus machen. Ja. Und der hier oben mit dem Pink, ich glaube, den habe ich schon abgetreten. Meine Tochter findet den so schön und die häkelt ja gerne. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie einem ganz bestimmten Virus verfallen wird. Mit dieser Wolle. Und ich gönne es ihr und ich freue mich, wenn sie was Schönes daraus macht. Und deshalb schenke ich ihr den sehr gerne. Ja, das ist meine Wolle. Rappelboppel. Ja, und ich habe auch einen Kugelschreiber dazu bekommen. Und jetzt Rappelboppel drauf. Und wenn ich den nehme und irgendwer fragt, was ist ein Rappelboppel, dann hole ich die sofort raus, weil jeder muss die sehen, der die nicht kennt. Jeder. Leg ich die mal ab. Ja. Heute Morgen habe ich mir gedacht, Steffi, du fährst nicht nach Hamburg. Das heißt aber nicht, dass du keine Wolle kaufen musst. Oder darfst oder kannst. Und dann habe ich mich erinnert, weil das ist schon eigentlich sehr lange her, an eine Zeit, wo ich mit meinen Kindern zu Hause war, sehr viel gestrickt habe und ich meine Wolle nur aus einem Laden hier in der Nähe besorgt habe. Das ist ein Laden, der ausschließlich Lana Crosser Wolle hält. Und die Dame, die diesen Laden führt, die hat mir unheimlich viel gezeigt, unheimlich viel beigebracht und mir bei allem geholfen, was ich nicht hinbekommen habe, und Geduld und Ruhe. Ja, mir ihre Geduld und Ruhe geschenkt, um mir zu zeigen, wie manches einfach besser und richtig geht. Und es gibt Dinge, die ich immer noch so genau so mache, wie sie mir das gezeigt hat, weil es einfach am praktischsten war. Das war eine ganz tolle Zeit. Und in der Zeit des Kindergartens habe ich schon öfter mal morgens bei ihrem Laden verbracht. Und mit der Arbeit und mit dem Älterwerden der Kinder war ich da kaum noch. Leider. Ja, und übers Internet, es gibt so viel schöne andere Wolle außer Lana Crosser. Und wenn man diese genau übers Internet bestellt, es ist ja weder teurer noch günstiger. Also, und ich kann jede Farbe bestellen, die vielleicht in einem Laden manchmal nicht vorrätig ist. Ja, das kann sie auch. Aber da muss ich ja wieder hinfahren. Also egal. Ich war heute wieder bei ihr und wir haben uns immer noch gekannt und haben uns sehr gefreut, uns wiederzusehen, und es war, als wäre keine Zeit dazwischen gewesen. Und ich habe Wolle gekauft. Es ist gar nicht so viel Besonderes, es ist eine ganz klassische Wolle, die ich auch schon ganz oft verstrickt habe, die sich aber toll verstricken lässt. Und zwar ist das die Cool Wool. Und hier habe ich mir ein dunkleres Grau, ein Melange Grau,
Schaut mal, ob man das erkennen kann, dass es so ein bisschen meliert. Ja. Die habe ich mir geholt. Eine ganze Tüte voll. Schätzchens. Und ich möchte damit einen Pullover stricken. Und zwar aus dem Merino-Heft. Das habe ich schon ganz, ganz lange. Das habe ich damals bei ihr gekauft. Ausgabe 2 ist das von Anno Dazumal. Anno Dickmilch. Ich weiß es nicht. Ausgabe 2 jedenfalls. Also wenn ihr das haben möchtet. Ich möchte diesen Pullover machen. Ja. Und zwar aus dieser dunkelgrauen melierten Wolle. Das hat so ein bisschen einen Pumpärmel. Seht ihr das? So ein bisschen ausgestellt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das wäre ein Projekt, das ich jetzt anschlagen möchte. Und ich mir da heute Morgen die Wolle geholt habe und gedacht habe, ja, das ist so ein kleiner Ersatz, ein kleines Trostpflaster, dass ich jetzt nicht in Hamburg nach super schöner Wolle gucken kann. Dann hole ich mir was Klassisches. Das wird jetzt demnächst angeschlagen und ja, ihr werdet mal sehen, wie das wird. Wo ich dann gerade da war, habe ich gedacht, Sockenwolle ist nie verkehrt. Ja, das ist jetzt keine Merino-Sockenwolle, sondern das ist 45% Wolle, 35% Baumwolle, 13% Polyamid und 7% Elite. Elite? Wieder spannend, diese Zutatenliste. Ja, die ist nicht so weich wie die Merino, aber am Fuß kann ich das gut ertragen. Ich fand die Farbe richtig, richtig schön. Die hatte da auch eine gestrickte Babysocke da liegen davon und war so süß und so schön, so verstrickt. Da musste die gleich mit. Socken gehen immer. Ja. Das war's, was ich an Wolle besorgt habe, aber wo wir gerade bei Socken sind, ich habe mir im Urlaub ein Sockenbuch gekauft. Es ist ja so, dass ich bisher immer nur diese ganz einfachen Socken gestrickt habe und ich mal mehr in diese Mustersocken, also so ab und zu mal mich ein bisschen herausfordern und mal was anderes da stricken. Und hier in diesem Buch sind halt ganz viele Mustersocken drin. Und das gefällt mir einfach gut. Die hier fand ich gut. Die wird nämlich quer gestrickt. Ja. Aber ich glaube, dass ich euch dieses Buch in einem anderen Video mal genauer vorstelle. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr daran Interesse habt. Und wer halt kein Interesse hat, der muss so ein Video dann auch nicht schauen. Von daher würde ich das wie die Angie halten. Das fand ich persönlich eine richtig gute Idee, dass man das gesondert macht. Also, wer mehr darüber erfahren möchte, schreibt mir das einfach und dann mache ich ein gesondertes Video. Und genau, weil ich auf die Angie gekommen bin und ihr gesondertes Video über genau dieses Buch, ich habe es mir geholt, weil ich fand das schon, als sie das vorgestellt hat, so, so schön, diese Projekte, die es da drin gibt und auch gerade die Decke, die es hier vorne gibt. Und dann ist mir im Urlaub dieses Buch über die Füße gelaufen und ich dachte, hey, wo willst denn du hin? Und sagte es zu dir. Oh ja, jetzt ist es halt da. Da ist es. Ich werde euch das Video von der Angie verlinken, wo sie die Projekte darin vorstellt. Dann brauche ich das nicht doppelt gemoppelt machen und ihr habt mal einen Einblick, was da alles so drin ist und ob es für euch sich auch lohnt, das zu holen. Boom, alles hingeschmissen. Ja, was wollen
wollte ich euch denn noch zeigen? Ich habe hier noch ein Heft liegen, weil das musste ich mir dann doch mitnehmen heute Morgen im Laden. Ach, Lana Grosser ist halt auch, ihre Hefte, die machen das schon schön zurecht. Und ich musste mir dieses Heft mitnehmen, und zwar wegen einer Anleitung, die mich so super angesprochen hat. Eine einzige. Wobei, ich habe es dann ja nochmal angeschaut, da sind schon auch noch andere drin, die mir gefallen. Aber mitgenommen habe ich es deshalb. Das ist auch aus dieser Cool Wool gemacht. Das finde ich einfach klasse mit diesem. Ja, wobei, der Poncho hier ist auch toll. Der ist ja ewig lang. Mir gefällt es. Ach, alles schön. Schaut es euch mal an, das Ding ist auch schön. Auch hübsch. Mir gefällt es, diese Glasici und dann auch die Merino, das ist ja das hier, weil man immer noch nach Jahren diese Wolle auch bekommen kann und weil diese Schnitte, die da drin sind, wie der Name schon sagt, sehr klassisch sind und man das immer wieder nutzen kann. Also, ja, ist das schön. Es ist schon schön. Schaut mal, die Jacke ist auch toll. Die Farbe ist jetzt nicht meine. Das ist auch schön. Glasici, das ist ganz neu, Ausgabe 10. Das ist von diesem Jahr. Falls ihr da Interesse habt, schaut mal rein. Ich glaube, im Internet kann man da auch mal blättern. Bei den Heften, bei Lana Grosser. Da sieht man, glaube ich, auch schon, was da so drin ist. Ja. Ich bin durch. Habe ich schon? Ich bin durch. Ich kann euch nichts mehr zeigen. Die ganzen Hefte und alles, was ich gemacht habe, mehr habe ich nicht. Ja. Dann sage ich mal tschüss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sagt mir, ob ihr was gesondert wollt. Mir fällt doch noch was ein. Ich habe euch das letzte Mal das gezeichnete Bild für Kaschne gezeigt. Und daraufhin hat mir die liebe Jenny in Revelry geschrieben, ich hätte sie bei meinem Video angefixt. Und sie hätte das gegoogelt und dann hat sie auch direkt ein Bild gemalt. Und das hat sie mir auch, oder hat sie uns allen gezeigt. Und sie ist ja jetzt total begeistert. Und die Sandra von Tierischen Gestricke, die hat ja bei ihrem letzten Video auch gezeigt, dass sie schon früher, auch ihrer Kindheit in der Schule, solche Bilder gemalt hat. Also irgendwie scheint Stricken und Zeichnen gar nicht so weit auseinander zu liegen, die Begeisterung dafür zumindest. Ja, ich könnte euch darüber ganz, ganz viel noch erzählen, weil es mir genauso viel Spaß macht wie das Stricken. Zwar im Sommer immer irgendwie im Hintergrund ist, ich male eher im Winter, weiß nicht warum. Ja, also wenn ihr auch daran Interesse habt und auch solche Kritzler seid und vielleicht mehr erfahren möchtet oder euch austauschen möchtet über Muster oder wie man schattiert oder was auch immer, dann teilt mir das doch auch mal mit und dann würde ich auch ein extra Video machen. So ein kleines, weil nicht jeder möchte sich das anhören und nicht jeder möchte es sehen, nicht alle begeistern sich dafür, von daher würde ich das extra machen. Okay, ja, da müsst ihr mir Bescheid geben und dann mache ich das mal. Gott, was will ich noch machen? Extra, alles auf dem Extrateller. Ja, nicht immer alles zusammengepuncht, wobei das mache ich auch gern beim Essen gerade. Kennt ihr das auch? Rotkraut, Bratwurst und Kartoffelbrei. Leckeres Essen ever. Oma hat das schon gemacht und Oma hat die Bratwurst klein geschnitten und in den Kartoffelbreiberg reingedippt. Und die kleine Steffi hat dann alles zusammengelegt. Das war ein furchtbar grauer Brei mit Bratwurststücken und das war so lecker. Und wenn ich jetzt nicht erwachsen wäre oder wenn mir keiner zuguckt, mache ich das immer noch. Lecker. So,
viel zu meinem Rezeptvorschlag für euch. Macht's gut. Tschüss.